Hi Leute, willkommen zurück in dieser neuen Folge. Heute mache ich mal was ganz Interessantes. Anime-Charakter Chris. Welcher Anime? Girl. Oh, Girl. Okay, wir können das auch mal mit den Boys machen. Oder halt gemischt, was auch immer. Auf jeden Fall fangen wir mal an, was auf jeden Fall zu mir passt. Auf jeden Fall, ja, ich sag meistens Hi, würde ich mal sagen. Welches dieser Geburtsanlied? Den nächsten. Ich habe am 6.11. Geburtstag, das heißt hier, was ist deine Lieblingsfarbe? Schwarz mag ich gern, aber Rot und Lila auch. Ich mach mal das, weil, ja, ich mach mal das. Ja, schon Werbung, wollen wir natürlich jetzt nicht sehen. Und deine Lieblingsblume, Rose oder Lilie? Ich kenne nicht. Sonnenblume. Rose oder Lilie. Das finde ich relativ in Ordnung. Ja, war ja auch nichts anderes. Was machst du, wenn sich ein anderes wegen dir streitet? Ist mir egal. Ui. Rot ist eine geile Farbe für Anime-Charaktere. Ich habe ja so relativ dunkelbraun mit einem Rotstich drin. Dann würde ich auch mal das nehmen. Welche Augenfarbe? Ja, lila, perfekt. Ach was, der Anime-Charakter ist ja ein. Ach, ich finde lila mega schöne Augenfarbe, muss ich sagen. Ja. Warum draußen alles? Ich bin nicht. Okay, dann lieber auch feiern. Dein Freund sein. Ui. Mach mal das. Bye bye. Und tschüss mal. Einfach so. Tschüss. Auswertung. So. Ich will jetzt eine vernünftige Auswertung. Anime-Charakter-Test. So 70% sind sie. Du bist strebender, manchmal zu zickerig. Ich bin nie zickerig. Aber sonst nett. Ja. Nur auf den Blick kannst du sehen, wie ich. Ja, danke dafür. Aha. Das bin ich, dieser Engel. Okay. Sieht ganz süß aus. Gefällt mir. Wie ich. Ich kenne dich leider nicht. Aber das ist auch egal. Wie es aussieht, 38% aller Tester hatten die. Das ist eigentlich relativ wenig bei solchen Quests und dann auch bei solchen Zahlen. Das heißt, ja, das heißt viel. Ich habe jetzt einfach nicht schwarz genommen als Lieblingsfarbe, weil nehme ich halt immer, deswegen habe ich rot genommen. Rot und Lila genommen, weil Lila ist eine geile Farbe, Rot geht in Ordnung. Okay Leute, das war's mit dem Quest. Wenn ihr das auch machen wollt, dann macht es einfach Anime-Charakter-Test eingeben. Dann ist das der erste Link bei mir gewesen. Auf jeden Fall, schaut vorbei. Schreibt mir in die Kommentare, wer ihr seid. Dann tschüss. Leute!